Das hier und das hier und das hier. Tja nun, solche PDAs waren damals praktisch, um Termine festzulegen, wenn man sie unbedingt digital verfasst haben wollte. Und in den 90ern waren ja die Handys auch noch nicht so weit fortgeschritten, dass man damit bequem Termine festlegen konnte. So waren sie halt die sogenannten Organizer. Gab dann natürlich auch noch so völlig andere Kategorien von Organizern, wenn man sich zum Beispiel auch noch so eine Art Palmtop mit Windows CE zugelegt hat. Dann auch wahrscheinlich noch mit so einer praktischen Tastatur. Oder man ist so weit gegangen, dass man sich ein viel zu kleines Notebook geholt hat, dann allerdings mit einem vollwertigen Windows-Betriebssystem drauf, damit man noch die volle Kompatibilität zu allen Programmen hatte, die es da draußen auf dem Markt gab. So sah dieses Ding im Übrigen aus, das ist ein IPC-Lifestyle. Aber könntet ihr euch vorstellen, aus diesen Dingern einen Organizer zu machen? Tja, 1999 gab es da jemanden, der genau sowas ermöglicht hat. Smartcom hieß das Ganze, das ist das Cartridge. Sieht nicht unbedingt original aus, ein bisschen fancy und tatsächlich auch ein bisschen schwerer als so ein typisches Cartridge, was man von diesen Gameboys kennt, wenn man da normalerweise Spiele spielen würde. Und das ist die Packung dazu. Habe ich für einen Fünfer mal im Retro-Spieleladen in Leipzig geholt. Es gab auch eine englische Packung dazu, wie ich von der Seite gameboyland.de erfahren durfte, auch mit einer deutschen Anleitung. Ich habe allerdings ein Exemplar auf Französisch erwischt. Und wenn ihr mich Französisch reden hören wollt, dann müsst ihr ewig warten. Ich kann nämlich kein einziges Wort Französisch. Ich kann höchstens Citroën, Peugeot, Renault aussprechen, aber die Begriffe, die hier alle stehen, ich kann damit kaum was anfangen. Aber die Software an sich ist zum Glück auf Englisch und allgemein auch gut verständlich. Aber wie ist das überhaupt, einen Gameboy, ich meine eine Spielekonsole, ein Handheld, womit man normalerweise die ganze Zeit Super Mario, wenn man da die ganze Zeit durch die Levels springt, wenn man die ganze Zeit Rennspiele spielt, wenn man die ganze Zeit gegen Monster kämpft. Wie darf ich mir das vorstellen, einen Organizer mit so einem Ding auszuführen? Finden wir es einfach mal gemeinsam heraus. So, es wird nicht gespielt, es wird gearbeitet. Und zwar mit dem Modul. Das ist quasi das Smartcom-Modul in der Originalverpackung. Ist auch nicht sonderlich viel drin, wenn wir jetzt hier mal reingucken werden. Ich denke mal, das Cartridge ist wieder von der Halterung geflogen und nein, das ist drin. Wunderbar. Also, hier in der in dem Plastikbehältnis ist das Cartridge, was so ein bisschen ungewohnt aussieht für ein Gameboy-Cartridge. Das ist auch allerdings kein lizenziertes Cartridge, wie man das ja unschwer erkennen kann. Ist ja kein Nintendo-Logo drauf. Aber es sieht schon sehr stylisch aus und es wurde schon dafür gesorgt, dass man es auch wunderbar rausziehen kann. Dazu gab es noch eine kurze, aber sehr gut erklärte Anleitung. Ich meine, es sieht auf den ersten Blick gut erklärt aus, aber ich bin der Sprache nicht mächtig. Ich meine, gut, ich kann mein Smartphone rauskramen und dann einfach sagen, jo, hier, scanne den Text für mich und dann kann man erkennen, was denn da so Schönes stehen wird. Aber ich glaube, es gibt auch einige unter euch mit Französischkenntnissen, die können dann eindeutig sagen, was hier alles in dieser kurzen, aber feinen Anleitung, die auch noch mal hier auf der Rückseite sagt, dass das Ding von 1999 ist, steht. Und das Interessante an dem Ding ist allerdings auch, dass es für zweierlei Systeme gedacht sein soll, nämlich für den Game Boy Color und für den Game Boy Pocket. Diese beiden Systeme habe ich zufälligerweise da und lustigerweise sind das beides sogar modifizierte Geräte. Bei dem wurde mal das Gehäuse ausgetauscht und bei dem wurde das Gehäuse und das Display ausgetauscht. Ich mag den Gameboy übrigens sehr seit diesem Wechsel. Und wir werden es auf beiden mal angucken, aber hauptsächlich auf dem hier, weil auf dem könnt ihr wesentlich mehr erkennen als auf dem Gameboy Pocket. Insofern wollen wir mal die Daumen drücken, dass es funktioniert. Wo ich das vorher mal probiert hatte, hat das immer nicht so funktioniert. Man muss den Gameboy erstmal so dreimal ein- und ausschalten. Wie man jetzt zum Beispiel sehen kann, funktioniert das zum Beispiel nicht.
Einfach nur, weil er ausgegangen ist? Na? Oder es funktioniert schlichtweg nicht, weil eine von den Batterien leer ist. Der wunderbare Vorführeffekt. Nachdem ich auch endlich mal funktionierende Batterien eingebaut habe, man sieht da übrigens ein Gameboy um der Ecke, wunderbar, habe ich das hier schon mal oft erlebt, dass der genau bei diesem Bildschirm hängen bleibt. Aber ich kann euch auch mal bei dem anderen Gameboy zeigen, da sieht der Startbildschirm ein klein wenig anders aus. Normalerweise würde hier unten Nintendo stehen, wenn man ein normales Spiel einlegen würde. In dem Fall steht aber hier unten Smartcom. Das ist auch eine interessante Geschichte eigentlich. Oh Mann, das war jetzt gerade eine harte Geburt. Ich habe jetzt, glaube ich, sogar knapp eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich das hier sehen konnte. Ich weiß nicht, das Cartridge, was ich hier habe, ist ein klein wenig problematisch. Hoffen wir mal, dass die Batterien lange halten, um euch dieses Programm hier mal zu zeigen, beziehungsweise den Organizer. Mit dem Programm werdet ihr eingeleitet, also da erscheint vorher halt dieses Smartcon-Logo. Ich hoffe, das kann man nochmal reproduzieren. Und was ihr direkt hier seht, ist das Auswahlmenü und ein Kalender und eine Uhr. Natürlich kann er das sich nicht so direkt merken, weil Batterie ist ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter. Aber ansonsten, das macht sogar, wenn wir das jetzt mal ein bisschen lauter machen, hört man wahrscheinlich auch. Macht auch ein paar Geräusche. Gucken wir mal ein bisschen durch. Das ist zum Beispiel hier das Notizblatt, also die Notizen, die man hier erstellen kann. Und dann hat man so eine schöne, kleine, kompakte QWERTY-Tastatur. Ich würde zwar auch sehr gerne zu diesem Caps Lock da hingehen, aber leider Gottes kann man die alle nur in Großbuchstaben eingeben. Geben wir einfach mal Hallo ein. Das ist allerdings ein bisschen schwierig. Hallo du. Da, genau. Haben wir jetzt einfach mal Hallo du da auf dieser kleinen Tastatur geschrieben und kann man natürlich auch noch Zeilenumbruch machen und dann fröhlich weiterschreiben. Was weiß ich, 1, 2, 3. Natürlich wie immer mit B kommt man da dann noch zurück. Kann man dann auch hier speichern im Ternspeicher. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Sagen wir einfach mal, das Ding nennen wir mal Notiz. Das Z ist da unten, das ist schließlich eine QWERTY-Tastatur. So. Dann hier hoch, Enter, 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 Enter. Wer weiß, ob er es jetzt erst gespeichert. Okay. Man musste also zurückgehen, um das zu speichern. Man kann es natürlich auch ausdrucken. Dafür braucht man allerdings den Game Boy Printer. Das ist dann auch ganz interessant, dass das da auch funktioniert. Ansonsten hier können wir auch Nachrichten schreiben und an andere, also an andere Gameboys mit Smartcon Cartridge übertragen. Was auch ganz cool ist eigentlich. Können wir hier zum Beispiel nicht praktisch demonstrieren. Ansonsten Telefonbuch. Das ist zum Beispiel der Beispiel-Telefonbuch-Eintrag. Oh, soll man noch das Menü hier abrufen? Ich glaube, mit Select ging das. Kann man noch einen neuen Eintrag hinzufügen. Man kann natürlich auch die Nummer hier. Kann man theoretisch an so einen Telefonhörer oder so ein Telefonmikrofon halten. Und dann wird die Nummer gewählt. Auch ganz praktisch. Dann werden hier die ganzen Sachen dann auch nochmal gezeigt. Enter Name. Adresslinie 1, Adresslinie 2, Adresslinie 3, Adresslinie 4. Telefonnummer, Info kann man da noch eingeben und dann hat man die ganzen Informationen hier auf dem Bildschirm. Es gibt noch einen ganz simplen Taschenrechner, der allerdings keinerlei Punkt-vor-Strich-Rechnungen beherrscht. Da sieht man nämlich, der rechnet da 8 aus, richtig sind nämlich 6. Aber was man immerhin kann, diese M-Tasten, ich weiß bis heute nicht genau, was die tun. Man kann aber auch negativ rechnen, das geht ja auch. Und
falls jemand da sagt, jo, hier, ich möchte das, was genau da steht, so belassen. Ich weiß halt nicht, ob man das hier so speichern kann. Aber das wird dann resettet, sobald man aus dem Programm rausgeht. Selbsterklärend, die Uhr, die hat aktuell den 14. Oktober 99 eingestellt. Passt ein bisschen, wir haben heute den 10. Oktober, also fast 24 Jahre danach. Da kann man hier natürlich noch entsprechend die Uhrzeit einstellen. Ich finde es übrigens schön, dass man das so einstellen muss. Wie spät haben wir es gerade? Ja, wir haben wirklich lange gebraucht, es ist schon 18 Uhr. Es ist zum Glück noch hell. Ja, das passt eigentlich soweit. Können auch sogar noch das Datum. Können wir das auch einstellen? Nee. Datum kann man zwar. Ach, guck mal, dann kommt er zum Kalender. Aber ich glaube, bis wir davor sind, ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal den 10. Oktober 99, ne? Reisen wir mal ein bisschen in die Zeit zurück. Können auch sogar ihren Wecker einstellen. Probieren wir einfach mal den Wecker einzustellen. Warte mal, 18 Uhr, sagen wir mal 4, 5. Müssen ja noch das Datum da einstellen. Am heutigen Tag, genau. So, mal schauen, ob das funktioniert, ob der uns dann bald wecken wird. Ja, Kalender kann man noch einstellen. Und natürlich, wo wir in der Welt sind. Berlin hat er sich sogar noch gemerkt, also wie viel Uhr es jetzt gerade woanders auf der Welt ist. Mit Select kann man dann natürlich noch auswählen, dass wir genau da in dem Land sind. Zum Beispiel San Francisco haben wir es jetzt gerade 8.03 Uhr. Immer ganz praktisch zu wissen. Kann man sich hier durchscrollen. London zum Beispiel 17.03 Uhr, die hinkt eine Stunde hinterher. Vienna calling, wow, genau. Ja, mal schauen, wann der Wecker losgeht. In einer Minute müsste es soweit sein. Und das ist auch ultra praktisch. Hier ist ja ein Infrarotsensor versteckt, genau hier. Und mit dem Tool hier kann man tatsächlich alte Fernseher, oder so Fernseher und allgemein Videorekorder, kann man damit steuern. Ist eigentlich total praktisch. Werden wir dann auch mal später ausprobieren, wenn das dann auch mal angezeigt wird, hoffentlich. Ja, ansonsten Alarm, Daylight Saving kann man hier noch machen. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich Zeitumstellung, denke ich mal, wenn man das jetzt einstellt. Ja, das will ich noch nicht speichern. Lassen wir es mal so, wir müssen ja auch noch den Wecker hören. Dann auch hier, wer das alles fabriziert hat, ich gebe jetzt denen einfach mal keine Schuld, dass jetzt das Cartridge jetzt einfach mal so ein bisschen problematisch ist. 24-Stunden-Uhrzeit kann man hier auch noch einstellen. Cursor-Ton kann man hier noch einstellen. Ach, das ist der Wecker, der jetzt genau 15 Sekunden gehen soll. Oh Gott, der ist sehr hochfrequent. Also so will ich mich nicht wecken lassen. Also da gibt's wesentlich angenehmere Weckertöne. Warte mal. Die drei möchte ich gerne haben. Ah, guck mal. Da mal andere Cursor-Töne. Die vier. Wie klingt die vier? Ja, bisschen eintönig. Und wir haben die Null. Wie hört sich... Moment. Das geht ja ein bisschen zu schnell. So, wir machen mal die Null. Wie klingt die Null? Die Null klingt einfach nach nichts. Also geht auch ohne Ton. O-Ton sozusagen. Die Eins. Ich weiß gar nicht, was für... Hört sich auch ein bisschen tiefer an. Okay. Ja, das ist im Prinzip also das Organizer-Programm, was hier drauf ist. Auf jeden Fall kompakt, praktisch. Hat er eigentlich unsere Notiz hier noch irgendwo? Wenn mal load. Da ist die Notiz. Und dann können wir die laden. Ui. Schon praktisch. Also wenn die Batterie noch ganz frisch wäre, würde ich darauf direkt mal Notizen speichern wollen. Das wäre natürlich auch mal praktisch auszuprobieren, wenn ich es noch hinbekommen würde, ein zweites Cartridge zu besorgen. Weil ich habe ja noch einen zweiten Game Boy Color. Da könnte man das definitiv mal ausprobieren, so einen Datenaustausch mal zu machen. Weil da konnte man das machen. Sieht man nämlich hier an der Option. Und da hätte man wahrscheinlich
Und man hätte sogar Nachrichten empfangen können. Nicht nur senden, sondern auch empfangen. Siehst du mal. Ja, und den Drucker. Ich hoffe, ich kriege noch irgendwie einen Drucker. Aber können wir alles mal vielleicht in einem separaten Video präsentieren. Insofern, ja, da hat man im Prinzip das, was man hier hat. Ich mache das mal an. Im Prinzip das, was man hier in so einem PDA hat. Direkt auf so einem Cartridge auf seinem Gameboy. Braucht man nicht extra ein PDA kaufen. Ich merke auch gerade, die sind ähnlich groß, ne? Merke ich erst jetzt. Hatte beide noch nie in der Hand gehabt, also beide nebeneinander in der Hand. Ist ja lustig. Siehst du mal. Ja, da haben wir im Prinzip das Programm jetzt mal. Und ich werde jetzt mal versuchen, das hier mal auszuprobieren. Kleiner Szenenwechsel. Ich habe jetzt das Cartridge, weil das so ein problematisches ist, dass es immer wieder hängen bleibt bei dem Startbildschirm. Habe ich das jetzt mal in den anderen Gameboy reingemacht. Das ist der, den ich mal umgebaut habe vor langer Zeit. Dann sieht man erst mal, wie das so aussieht. Aber ich will mal hoffen, dass das hier eventuell besser funktioniert. Ich muss mal gucken. Moment, seht ihr das? Das leuchtet. Das leuchtet jetzt permanent. So, ich habe jetzt einfach mal den Textabschnitt hier mal fotografiert, damit wir so eine einigermaßen vernünftige Übersetzung aufs Deutsche haben. Ich könnte die Funktion verwenden, um jedes Gerät zu steuern, das man in Infrarotfernbedienung verwendet, wie im Fernseher, bla bla bla. Muss individuell programmiert werden. Oh je. Wenn ich das schon lese, das wird problematisch, aber es gibt noch eine weitere Seite. Grafische Version einer Fernbedienung wird auf dem Bildschirm Ihres Gameboys angezeigt. Wechseln Sie mit dem Pflaster. Bis das zu programmieren, drücken Sie die Starttaste. Okay. Ach so. Das muss man tatsächlich so einrichten. Das funktioniert nicht sofort, sondern man muss das immer jeweils programmieren. Das heißt, ich muss die Originalfernbedienung scheinbar einsetzen und das dann auf den Gameboy richten, so wie sich das hier liest. Tatsächlich, das steht auch da. Lustig. Dann probieren wir das mal. Also wie ihr schon unschwer gesehen habt, das hier ist die Originalfernbedienung dieses Sony-Fernsehers. Wenn ich jetzt einfach mal auf 5 drücke, seht ihr ja, es funktioniert. Und jetzt soll ich wohl hier auf Start drücken. Sollte das hier leuchten eigentlich? Also hier ist jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt auf A drücke, sieht man das Infrarotlicht. Also Menschen können das nicht sehen, aber die Kamera kann das sehen, aber es funktioniert nicht. Ist ja lustig. Hehehe. Ich habe jetzt gerade versucht, also mal, man konnte den Fernseher jetzt so nicht einschalten, aber ich habe jetzt die 1 mal programmiert und ich habe jetzt nur mit dem Gameboy gedrückt. Ich habe gar nicht die Fernbedienung gedrückt. Warte mal. Ich drücke jetzt einfach mal die 6 auf der Sony-Fernbedienung. So. Und jetzt aufpassen. Hier, ich drücke nichts auf der Fernbedienung. Ich habe jetzt hier gerade die 1 ausgewählt und jetzt drücke ich 1. Das funktioniert. Ist das geil. Also. Das ist nicht wie so eine Universalfernbedienung, das muss erstmal angelernt werden, gut zu wissen. Aber cool, dass das funktioniert. Also der Einrichtungsprozess wird bestimmt ein bisschen aufwendig, aber ich muss das nochmal probieren. So, ich drücke jetzt hier mal 5 und jetzt drücke ich einfach mal, hier ist er weiter in die 1 ausgewählt, jetzt drücke ich einfach mal hier die 1 und das funktioniert. das ist genial. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich hatte jetzt halt irgendwie gedacht, der Infrarot-Sensor bei meinem anderen Gameboy wäre irgendwie kaputt, weil das hier so ein bisschen matt ist. Aber wahrscheinlich habe ich hier nicht dran gedacht. Man muss dafür eigentlich auch mal die Anleitung lesen. Aber funktioniert, das ist ja geil. Mal gucken, solange das läuft, will ich das auch mal mit dem Videorekorder, deshalb ist auch der ganze Zeit im Bild. Will ich das auch mal mit dem Videorekorder probieren und dann schauen wir mal, was wir da hinbekommen. So,
Wir haben den Film Getaway laufen mit Alec Baldwin und Kim Basinger. Ich habe den Film vorher noch nie gesehen. Ich habe den bloß seit Ewigkeiten auf Kassette. Aber eine günstige Gelegenheit, auch mal ein paar Tasten von dieser Fernbedienung, von dem Sony Videorekorder, zu programmieren. Und probieren wir einfach mal. Ich habe jetzt hier, könnt ihr sehen, Pause. Das klappt. Dann haben wir daneben Play. Das funktioniert. Wie gesagt, Fernbedienung ist hier auf meinem Schoß. Ich nutze die überhaupt nicht. Und jetzt nochmal zum Beweis. Ich mache nochmal Pause. Pause. Und jetzt mache ich nochmal Play. Ihr seht, die Fernbedienung, die Originalfernbedienung nutze ich nicht. Ich nutze nur Smartcom auf den Gameboy. Das ist so geil eigentlich. Ich mag das. Und Vorspulen hier. Vorspulen geht natürlich auch. Solange ich drücke. Ey, ist das geil oder ist das geil? Ich kann natürlich auch hier stoppen. Das geht natürlich auch. Und natürlich, wenn man auch den Film wieder weiter gucken. Es geht auch hier Lautstärke, aber dafür muss ich das auf den Fernseher ausrichten, nicht auf den Videorekorder. Das ist sehr eigenartig. Habe ich aber auch programmiert. Und dann kann man den Film eigentlich nochmal weiter gucken. Das ist schon gut gemacht, muss ich sagen. Man muss das natürlich erstmal, man muss das einprogrammieren, ne? Ich würde mal sagen, ich pausiere mal den Film, da war Alec Baldwin. Und ja, da kann man sehen, ja, da kann man einfach mal mit dem Infrarotsensor eines Game Boy Colors einfach mal einen Videorekorder oder einen Fernseher steuern. Muss man bloß vorher programmieren, aber geil, dass das funktioniert. Und einfach nur, indem man die Starttaste gedrückt, also drückt bei der jeweiligen Funktion und dann die jeweilige Taste auf der Fernbedienung aussucht und dann einfach nur die Taste drückt, aber dabei auf den Sensor des Gameboys ausrichtet. Und schon ist das einprogrammiert. So einfach. Und dann funktioniert's. Ich bin überaus begeistert. Ich weiß nicht, ob die Kamera das auch sein wird, bis die mal wieder richtig fokussiert. Aber richtig cool. Tja, bleiben wir mal an diesem Punkt hängen und sagen einfach mal, dass wir das Video über das Smartcom Cartridge einfach mal abschließen werden. Ja, ich habe sogar mal die Website geöffnet, wo man dieses Teil kaufen konnte. Für 24,99 Pfund konnte man es bestellen. Man konnte damals auch die Preise auf Deutsche Mark oder Dollar umstellen, allerdings nicht in der archivierten Variante, die ich beim Webarchiv gefunden habe. Und auch da sind nochmal die ganzen Features aufgelistet, die dieses Cartridge bzw. diese Packung hier mit sich brachte. Halt unter anderem die E-Mail, das Notepad, dass man auch die ganzen Sachen auch mit einem Gameboy Printer ausdrucken konnte, auch nicht schlecht. Dass man auch hier mit einem Taschenrechner da Berechnungen durchführen konnte, dass da noch ein Wecker dabei ist, obwohl ich den jetzt nicht so angenehm fand. Aber für mich das coolste Feature überhaupt war natürlich auch nicht unbedingt die Antivirenmeldung da unten, sondern tatsächlich diese Universalfernbedienung. Dass wir tatsächlich die Funktionen einer handelsüblichen Infrarotfernbedienung da einfach mal da programmieren konnten. Dass man halt einfach gesagt hat, ja, beim Drücken von der 5 soll er das auslösen, was ich auch bei normalen Drücken einer 5 auf so einer Fernbedienung machen würde. Ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Feature, aber halt doof, dass ich da so ein doofes Cartridge habe, was nur hin und wieder funktioniert, was halt ein bisschen doof ist. Wir hatten auch schon mal, also ich nehme das jetzt auch schon ein paar Tage hier auf, also ihr habt ja immer gesehen, in anderen Klamotten bin ich aufgetaucht. Und gestern war ich bei einem Kollegen, wo wir auch mal versucht hatten, dieses Ding mal irgendwie aufzuschrauben. Aber keiner von uns hat sich das so richtig getraut, weil es sind keine richtigen Schrauben da. Man kann es irgendwie aufmachen. Und es gab schon so viele Mutmaßungen, woran es liegen könnte, dass da eventuell was korrodiert ist, dass vielleicht die Batterie da ein bisschen was abbekommen hat, dass die vielleicht so leer ist, dass da die Funktionstüchtigkeit nicht wirklich gegeben ist. All solche Sachen. Ich habe aber auch jemanden schon in einem Discord-Server kennengelernt von Avavi.
der ein völlig funktionierendes Cartridge hat und auch schon mal erfolgreich da Sachen ausdrucken konnte, also so Notizen und so dermaßen. Und eigentlich hatte ich ja auch noch versprochen, dass ich euch noch die Funktionalität auf einen Game Boy Pocket zeigen wollte, aber da habe ich das Cartridge partout nicht zum Laufen bekommen. Was ich da höchstens bekommen habe, waren ein paar lustige Bootscreens, die ich da mal aufgenommen habe. Aber ansonsten viel mehr ist aber auch nicht passiert. Man könnte jetzt natürlich die weit hergeholte Frage holen, ob man sich doch lieber so ein PDA für knapp 500 Mark oder vielleicht so eine Kombination aus diesem Smartcom-Cartridge und einem Gameboy geholt hätte für Pi mal Daumen vielleicht 200 Mark. Ist so eine Qual der Wahl. Man hätte wahrscheinlich mit einem PDA wesentlich mehr Spaß gehabt als mit einem Organizer-Cartridge für einen Gameboy. Aber im Großen und Ganzen, ja, ich denke mal, mit dem wäre man wohl wahrscheinlich, da hätte man wesentlich mehr machen können, ist das Ding sogar ausgegangen. Aber ist schon an sich ganz cool, was man da halt machen konnte. Nichtsdestotrotz konnten wir doch noch ein paar Sachen von diesem Smartcom auffangen, solange das Cartridge auch vernünftig funktioniert hat. Und das soll es aber auch schon gewesen sein mit den eigentlich sehr flott geplanten, aber doch ein bisschen langgezogenen Video, was gar nicht hätte so lange brauchen müssen eigentlich. Aber naja, das hätte man ahnen können, wenn man solche Dinge erst kauft und dann Monate später ausprobiert, ne? Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und außerdem, das ist tatsächlich Windows 8. Begrüße euch dann beim nächsten Video wieder und dann bis zum nächsten Mal, euer Kepo. Ciao!